So, hallo Leute, das sind wir wieder und weiter geht's natürlich wieder bei unserem schönen Let's Play. In der letzten Folge haben wir ja den Tank aufgebaut, Biogasmotor, Liquidaktpipe haben wir bei. Was wir noch brauchen, ist ein bisschen Redstone-Kabel, also Red Alloy. Was brauchen wir noch? Eigentlich brauchen wir eh nichts mehr. Vielleicht ein Schalter oder so. Nein, Clown. Und sonst brauchen wir eigentlich nichts mehr. Die Quarry habe ich wieder abgeschalten. Sieht dann hier aus. Ziemlich voll. Der Tank hat ein bisschen weiter gemacht natürlich. Ich habe ja die Folge gleich in Anschluss an den anderen gemacht. Irgendwie ist mir die Musik zu laut. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber egal. Hier rinnt die Suppe. Hier fehlt natürlich. Ja, die zwei kommen. Oh, sorry. Im Weg stehen. Ja. Es spackt schon wieder rum. Na egal. So ganz genau weiß ich noch immer nicht, woran das liegt. Ich werde eh mein PC bald neu aufsetzen, dann wird es wieder flüssig, glaube ich. Schon so viel Kram auf meine Festplatten, das gibt's doch gar nicht. So, dann. Ah, ich weiß, was wir vergessen haben. Wir haben diese Energiekonjunktivpipe vergessen. Da machen wir uns 20 Stück. Machen wir uns, bestellen wir uns, sagen wir so. Zack. Aber die brauchen wir natürlich um die Engines dann. So, jetzt werden wir mal gucken. Wir bauen hinten auf alle Fälle. Bauen die Engines, ja. Lava und Biomasse. Was für uns natürlich heißt, wir müssen. Wir werden die Engines jetzt. Hier hinten auf der Rückseite machen wir Lava. Dann haben wir 10 Stück. Und auf der Oberseite von Engines kommt dann Biomasse hin. So, zwei haben wir noch. Eins, zwei. Eins, zwei. Und auf der Oberseite Biomasse. So. Zack, zack. Zack. Jetzt haben wir zu wenig Liquidact Pipes. Und hier brauchen wir noch Lava. Das heißt, wir müssen erst wieder nach Hause. Um das Ganze vorzubereiten. Die Lava, würde ich sagen, die holen wir aus dem Tank raus. Was wiederum heißt, wir bräuchten zweimal Tesseract. Zwei Stück Tesseract für die Lava, genau. Das kommt dann. Nee, nicht Redstone. Hier. Das heißt, wir brauchen noch Enderpearl. Ender. Perlen. Ja, 8 Stück. Dafür brauchen wir eigentlich nicht, aber. Weil hier haben wir ja schon. Wollen Ender drin, 750. So, das wäre die erste dann 1000. Also hätten wir nur 5 Stück gebraucht. Das haben wir mal. Was habe ich gesagt, brauchen wir noch? Liquidact Pipes. Die können wir aus Hardnet Glas und Kupfer. Hardnet Glas und links rechts Kupfer. So. Das werden wir auch mal schauen, automatisieren, dass wir hier eben Hardnet Glas produziert bekommen. Bekommen wir aus Lead. Lead Ingot und pulverisiertes Obsidian. Obsidian da. So, das müssen wir Pulverisierer packen und dann hier rein. Ah, okay, haben wir noch 1,5 Stack, aber egal, das kann man immer wieder gebrauchen. Hier ein paar Energiepipe können wir auch machen. Das ist dann Elektrium. Elektrium hier so und so. Und in der Mitte war Hardnet Glas. Ich muss auch gleich noch ein Stack machen. Die haben wir hier rein.
Der ist fertig, sprich Redstone brauchen wir noch. So, die zwei sind ja. Ah, jetzt weiß ich, warum ich hier eigentlich was drin habe, damit der Redstone nicht in den reingeht. So war das genau. Und die müssen wir jetzt noch weiter verarbeiten zu. Na komm. Nicht Energie, wir brauchen mal Liquid. Das heißt, wir brauchen. Wie heißen die? Pneumatik Servo ist Eisenglas. Oder wir haben noch welche. Ist natürlich noch besser. So, so. Das weg. Zinn, Silber, Kupfer. Zinn, Silber, Kupfer. Also Zinn, Silber und Kupfer. Liquid, ne? Kurz überlegen, wir brauchen Lava drüben, also Liquid. Gute Sache. Dann werden wir schauen, wo wir aus Lava Tank rauskommen. Das wäre einmal hier und einmal hier ja auch, ne? Zu den Generatoren. Lava kommt hier raus. Also können wir die Tesserek oder den Tesserek einfach hier hinstellen. Hier oder hier? Hier steht dann natürlich Innenraum, da stellen wir ihn hier hin. Und nennen einfach. Was nennen wir denn da? ID 5? Haben wir die schon? Nee. Und das ist Lava aus. Zack. Lava aus, Dank. So. Kein Signal und nur senden. Send only, passt. Lava aus, Dank hinzufügen noch. So. Zack. Gut. Dann haben wir Lava drüben. Biomasse bekommen wir eh. Von drüben. Mehr braucht man nicht, hoffentlich. Redstone Signal, eine Energiezelle. Redstone Energy Zelle wäre nicht schlecht. Wir brauchen ja irgendwas zum Aufladen auch noch, ne? Redstone Energy Zelle. Da. Machen wir mal anders. Wir klauen uns vorerst mal da unten eine. Welche ist die Frage, ne? Die in der Mitte oben. Die klauen wir uns. Die klauen wir. So. Da kann ich offline mal ein paar Energiezellen machen. Da habe ich keine Lust dazu, die ganze Zeit dafür verschwenden. Dann hier vorne diese Pipes hin. Da komm. Und die ganzen Motoren mal richtig gedreht hier. Da. Wobei mir jetzt aufgefallen ist, wir haben etwas vergessen. Wobei, ja, okay, das können wir auch anders machen. Dann machen wir die Pipe für Lava unten rein. Wo ist mein Schlüssel jetzt hier? Wobei das auch nicht so gut ist. Die hintere Reihe unten rein, da können wir hinten ansteuern. Genau, mal so. Das heißt, wir müssen hier nach unten buddeln. So. Ja, runterfallen natürlich gehört dazu. Warum denn nicht? Zack. Wie viel fehlt denn da überhaupt noch? Einer, oder? Ja. Dann kommt hier die Liquid Act Pipe dran. Das sind dann die. Für Lava machen wir da. Sprich, hier kommt dann einfach die Deserweg so. Hier dann Deserweg hin. Zack. Ausgang. Sagen wir Lava aus. Dank. Ja. Only receive. Kein letztes Signal fertig. Ah, okay, der braucht gar keinen. Dann können wir die 1 näher setzen. Nochmal Lava aus Dank aktivieren, dann nix und
Only receive. So, die sollten sich jetzt füllen, ja. Du kommst hier hin. Und jetzt kommt oben entlang unsere schöne Brühe. Jetzt machen wir da einfach da oben rein. So, zack, zack. Passt so. Und beim Dank einfach hier bei der Seite raus. Und, oh, nicht zu. Das wollte ich gerade sagen, und zu. Bei der hier. Und hier muss man so machen und ich glaube, ein Schalter muss hier noch dran, oder? Genau. Und schon fließt das grüne Gold. Und füllt sie natürlich auch auf. So. Ja. Das schaut ja eigentlich, irgendwie schaut ja cool aus hier. Hier müssen wir noch umstellen, das lasst mich nicht vergessen. So. Damit hier eben Output ist. Und die Energiezelle kommt dann. Gerade überlegen, ob wir nicht hier einfach vorne so eine Reihe noch hermachen soll und hier vorne jeweils eine Energiezelle draufstellen. Das werden wir aber machen. So. Könnte überlegen. Beinahe wäre ja besser gewesen. Hier vorne das Signal abfangen. Das ist blöd. Oh. Fehler. Kann auch mal vorkommen, muss auch sein. Wozu mal ein Fehler? Und zack. Dann will man doch ein bisschen anders gestalten. Weil du willst, und Energiezelle hier gleich direkt drauf geht natürlich nicht. Wir können natürlich hier einen extra Bereich machen, hier in vorne, so. Von links. Wir fahren hier einfach mal eins rauf. Na komm, rauf. So. Zwei. Vier. Jetzt wir hier den Raum, dann hier die Energiezelle hin. Den so nach unten, hier dann das Gate. Hier vorne mit dem Kabel entlang. Ja, so machen wir das. So, ich kann sie gleich verbinden. Ja, zack. Und hier hinten auf der Rückseite kommt dann eben. Nicht du. Wo ist denn jetzt? Hallo? Ich hatte doch gerade. Mit Alloy. War ja mit in mein Inventar. Wo ist denn das jetzt hin? Wo ist mein Word Alloy? Ah, da ist es. Okay, komisch. So. Zack, du wärst auch noch weg hier. Und du da. Kann man die hier rauf verbinden? Ich denke mal schon, ne? Na, dann kann man die untere Reihe hier eh kaputt machen. Kann man hier auch wenigstens schön gehen und geht nicht immer auf der Leitung. So. Und hier dann runter und hier durch. Zack. Aus. Und hier dann an die Gates ran. Je nachdem, wie viel Energiezellen wir hier hinstellen werden. Dann brauchen wir hier natürlich jetzt vorerst mal irgendein Signal, damit die anschalten. Ich habe gerade gar nichts bei, dann organisieren wir uns gleich noch einen Schalter. Lever. Ein Stück reicht vorerst mal.
Das hier, so, zack. Und dann schalten wir die mal an. Die brauchen jetzt eine Zeit lang, bis sie hier aufheizen sozusagen. Und dann sehen wir schon, wie sich die Energiezelle füllt. Dann organisieren wir uns hier noch ein Gate. So ein stinknormales und Strukturpipe. Ich hoffe, da haben wir sowas. Da. Auch ein Stück. Und theoretisch müsste das ja so klappen. Hier beim Gate sagen, Canister Energy, Redstone Signal, kann man den Schalter wegtun. Und ja, die Engine laufen so lang, solange hier Licht voll ist. Eine Engine produziert 5 Megajoule, ergibt bei 10 Stück 50 Megajoule, was wir produzieren. Dadurch, dass wir noch ein bisschen Verlust durch die Leitungen haben, werden es wahrscheinlich nur 40 sein oder 45. Je nachdem. Gut, die Anlage läuft. Wie gesagt, Redstone Energiezellen werden wir dann auch noch bauen. Hier kommt schön nach. Für auch knappe 500. Einmal haben wir auf Reserve hier. Der produziert hier brav. Der produziert hier auch brav. Und unser Minecart tut natürlich schön mit Biomasse bzw. Setzlingen und so weiter versorgen. Wir schauen uns trotzdem jetzt nochmal Energiezellen an. Ein paar. So. Elektrium und Hardnet Glas. Elektrium und Hardnet Glas. So, und Diamant, ne? Aber ich glaube, so hätte. Nee. Acht, neun. Machen wir 9 Stück. 10. Wir haben es ja. So, was muss man damit jetzt machen? Ich glaube, das sind die, die man gleich befüllen muss, ja. Sprich, ihr müsst hier rein und jede Menge Redstone. Da haben wir auch jede Menge, also sollte kein Problem sein. So, irgendwie geht das ja so. Nee, ich wollte das direkt nach unten haben. Na, okay, dann nicht. Dann machen wir es. Hallo? So, jetzt, bis das aktualisiert hat. So. Das dauert jetzt natürlich ein wenig, bis er das durchgelassen hat, durchgeschmolzen oder was er damit auch immer macht, zerkleinert. Weil Redstone ist ja auch schon meiner Meinung nach ein ja, zermahlender Stein sozusagen. Na okay, soll er halt machen, wir haben ja Zeit. Die erste haben wir bald bei, ich glaube, 1000 oder so. Ja, 1000, dann haben wir die erste. Wir brauchen dann eh noch hier Elektrium. Elektrium gibt folgendermaßen Gold und Silber. Gold haben wir, ich glaube, nichts mehr, ne? Na doch, dann haben wir noch. Naja, war ich ja holen drüben bei unserer Anlage. Kommt hier rein. Gold, Silber, nicht Lead, Silber. Das soll der noch Elektrium machen. Elektrium, was, wie heißt das? Redstone Konjunktiv Coil. Haben wir natürlich nicht. Das heißt hier und Elektrium. Nicht Elektrium, Elektrium. Hallo? So. Dann wahrscheinlich doch so. Ja. 13, so. Du hier weg, du da weg. So. Dann war das, ich glaube, so. Ah, okay. Ich muss ja die erst so bauen, oder? Nee, das ist die leere Spur. Und Lied. Sing ein Lied für mich. So und so. Jetzt brauchen wir diese gefüllten Käse hier. Einen haben wir schon. Wow.
schon haben wir eine einzige Energiezelle. Wow. Die können wir auch gleich mit drüben anschließen gehen. Da brauchen wir noch ein Gate. Und noch eine Strukturbalb. Sprich, wird eine Energiezelle leer, wird automatisch alle Engines angeschaltet. Bis die wieder voll sind. Ja. So. Hier dran. Hier. Da komm. Und das geht hier drauf. Und das sagen wir den gleichen Kack nochmal. Ken Energy Store. Redstone Signal. Auch wenn der hier voll wäre, würde der hier trotzdem noch die Engines am Laufen halten. Warum laufen ein paar anders und ein paar nicht? So, jetzt laufen sie gleich schnell. Alle bitte intakt, wenn ich bitten darf. Hier füllt sich auf alle Fälle, das ist auch gut. Damit können wir dann auch noch Strom erzeugen mit der Biogasanlage, mit diesen Biogeneratoren. Biogeneratoren, die kosten fast gar nichts. Da werden wir uns auch ein paar machen, weil wir brauchen hier sowieso Windkraftenergie. Energie. Das werden wir dann aus denen hier nutzen. Und wir brauchen auch hier Strom. Die Zentrifugen, das können wir auch aus der Biomasse herstellen, nicht aus Solarenergie. Gut, dann war es das auch mit der Folge. Wir sehen uns wieder in der nächsten. Ich wünsche euch viel Spaß und ciao Leute, bis dann.